Herzlich willkommen zur Lerneinheit Klimaschutz an einer Hochschule. Diesmal Episode 2, Einblicke in die Praxis an einer Hochschule. Also als Beispiel nehme ich hier als Mitarbeiterin der Universität Bremen natürlich die Uni Bremen. In der ersten Episode hatte ich ja kurz erläutert, wie ein Umweltmanagementsystem funktionieren sollte. Diesmal eben am Beispiel der Universität Bremen. Also in der Episode 1 Ansätze für ein systematisches Umweltmanagement. Jetzt werde ich erläutern die Einblicke in die Praxis an einer Hochschule. Lernziele. Im Fokus steht hier die Universität Bremen. Sie sollen die Umweltauswirkungen benennen und erläutern können. Sie sollen über den Energieverbrauch, das Abfallmanagement, Verbesserungsmöglichkeiten ableiten können. Und sie können, sollen zum Bereich Mobilität Handlungsbedarf für den Klimaschutz begründen können. Die Episode Umweltmanagement an einer Hochschule habe ich gegliedert. Einmal werde ich kurz den Betrieb vorstellen. Sie können sich vielleicht erinnern, an Episode 1 hatte ich erläutert, wie wichtig es ist, zu analysieren, woraus ein Unternehmen besteht, welche Standorte, wie es organisiert ist. Also ich stelle Ihnen die Uni vor, die Organisation, das wesentliche Gremium im Umweltmanagement an der Universität ist der Umweltausschuss, werde ich kurz vorstellen. Wie sieht die Umweltpolitik hier aus? Welche Umweltaspekte haben wir hier? Die Umweltziele, das Umweltprogramm und die Umweltkommunikation werde ich auch kurz darstellen, wie das hier an der Uni durchgeführt wird. Möchte ich zunächst einmal die Universität vorstellen. Hier ist ein Luftbild aufgenommen aus dem Fallturm der Universität. Da sieht man einen schönen Überblick, wie die Uni eingebettet ist in die Stadt Bremen, am Rand von Bremen, innerhalb am Ende einer Grünzone, zwischen Grünzone und Autobahn. Gegründet hatte ich ja auch schon, wurde die Universität 1971. Inzwischen hat sie 12 verschiedene Fachbereiche, 19.000 Studierende, 51% weibliche Studierende. Wir haben 12% ausländische Studierende, 2.200 Wissenschaftler und 1.900 wissenschaftlich Beschäftigte, davon 285 Professoren. Und wir haben 1.200 Beschäftigte, die für den die dafür verantwortlich sind, dass der Betrieb funktioniert an der Universität. Das Gelände, das Campusgelände, befindet sich auf einem Areal von ca. 750.000 Quadratmetern. Davon sind 136.000 bebaut und wir haben eine Hauptnutzfläche von 192.000 Quadratmetern. Also eine typische mittelgroße Campus-Universität. Ein paar Impressionen von den Bauten. Hier sehen Sie den Fallturm, der als Wahrzeichen der Universität gilt, den man von weitem sehen kann. Die naturwissenschaftlichen Bereiche, Physik, Chemie, aber auch Wirtschaftswissenschaften sind hier abgebildet. Aber auch für den täglichen Bedarf ganz wichtig, Mensa, die Glashalle, hier ist die sogenannte die Ankunftshalle, was man als erstes wahrnimmt, wenn man mit der Straßenbahn ankommt, oder das Mehrzweckhochhaus. Geschichte der Universität, gegründet wurde sie 1971, damals bekannt geworden ist als Bremer Modell. Die Kernelemente waren damals schon Interdisziplinarität, forschendes Lernen, Praxisorientierung und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Leitziele sind Internationalisierung von Lehre und Forschung, Gleichberechtigung der Geschlechter und umweltgerechtes Handeln ist auch in einem Leitziel festgehalten worden. Heute steht die Universität auf zwei starken Säulen. Am Anfang war sie mehr noch ausgerichtet Lehrerausbildung. Inzwischen sind die Säulen Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Ausbildung und Sozial- und Geisteswissenschaftliche Fächer. Grundprinzipien des Bremer Modells wurden beibehalten. Das war Experimentierfreude und Flexibilität. Und im Sommer 2012 wurde im Rahmen der bundesweiten Exzellenzinitiative die Universität zur Exzellenzuniversität gekürt.
das ist so ein grober Überblick über die Geschichte der Universität. Vorweggreifen möchte ich hier, dass 2004 die Universität in das EMAS-Register sich hat eintragen lassen können, indem es validiert worden ist vom Umweltgutachter. Damals war Müller noch Rektor und hier ist auch der Kanzler dabei, der Senator. Also das ist dann immer ein feierlicher Akt bei der Überreichung der Registrierungsurkunde. Was bedeutet EMAS nochmal zur Erinnerung? EMAS steht für die Abkürzung Eco-Management and Audit Scheme, System für das Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung. Und umgangssprachlich heißt es Öko-Audit. Ganz wichtig zunächst, wenn man mit einem Umweltmanagementsystem anfängt, ist zu analysieren, wie ist die Organisation der Universität aufgebaut. Auch hier kann man sagen, es ist typisch eigentlich für eine deutsche Universität. Wir haben einerseits den Wissenschaftsbereich und den Verwaltungsbereich. Rektor und Kanzler hier an der Universität bilden ein Team, bilden das Leitungsteam, aber im Einzelnen ist der Kanzler mit der Verwaltung ist er zuständig dafür und der Rektor vertritt mehr den Wissenschaftsbereich. Deswegen die verschiedenen Konrektoren und Verwaltung, die ganzen Dezernate, sodass auch eine Universität in der Größe auch funktionieren kann. Rausgehoben sind hier die grünen Bereiche, die eben einen besonderen Schwerpunkt im Umweltmanagementsystem bilden. Das ist einmal die Rechtsstelle, es geht hier um Umweltgesetze, die Pressestelle. Wir müssen gucken, dass wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren im Umweltmanagement. Das Dezernat 4 spielt eine ganz wichtige Rolle, weil hier ist der technische Betrieb, die Versorgung der Universität mit den Medien, Strom, Wärme, Wasser und so weiter. Ein wesentliches Gremium im Umweltmanagement, die dann nochmal alle Bereiche zusammenführt und regelmäßig tagt, ist der Umweltausschuss der Universität. Der ist damals 1996 gegründet worden, auf Druck der Studierenden und mit Unterstützung des Kanzlers wurde er eingerichtet. Der tagt regelmäßig, monatlich in Abständen, um eben die Umweltauswirkungen der Universität zu analysieren, zu diskutieren und vielleicht auch zu optimieren. Mitglieder im Umweltausschuss, das ist einmal der AStA, Studentenwerk ist vertreten, technischer Betrieb ist vertreten, Bereiche aus der Wissenschaft. Wir haben hier stark vertreten das ARTEC, Zentrum für Nachhaltigkeit, das UFT, Zentrum für Umweltforschung und nachhaltige Technologie. Hier sitzt der Umweltbeauftragte, der Betriebsarzt ist dabei, Vertreter aus dem zentralen Einkauf, der Abfallbeauftragte, der Beauftragte für das Gefahrstoffmanagement. Also Sie sehen schon, dass alle Bereiche, die irgendwie im Entferntesten mit Umweltschutz zu tun haben, treffen sich hier eben regelmäßig. Dieser Umweltausschuss hat auch damals, Anfang 2000, Umweltpolitik formuliert, zusammengetragen. Diese Leitlinien, die damals diskutiert worden sind, wurden 2010 aktualisiert. Das waren ab da nicht nur Umweltleitlinien, sondern Nachhaltigkeits- und Umweltleitlinien. Hier geht es um Punkte wie Leistungsfähigkeit sichern, also Bezug zur Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umgang mit natürlichen Ressourcen, Gesundheitsschutz und Weiterbildung der Universitätsangehörigen, also Einbeziehung der Mitarbeiter, wenn Sie sich an die letzte Episode erinnern. Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Forschung und Lehre. Universitäten haben als Produkt Forschung und Lehre. Sie bilden aus und erzeugen Forschungsergebnisse, Partizipation und Transfer mit dem Nachhaltigkeitskontext und Institutionalisierung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die Umweltaspekte, die auch im Umweltausschuss diskutiert worden sind und auch festgelegt und bewertet worden sind, sind Beschaffung, Lagerung und Umgang mit Gefahrstoffen. Verkehr ist auch ein wichtiger Umweltschutzaspekt. Nutzung und Verunreinigung von Böden spielt eine Rolle.
Schutz der Natur und der natürlichen Umgebung, Unfallverhütung, gesundheitliche Belastungen sollen vermindert werden, Notfallvorsorge, Strahlenschutz, Laserschutz, gerade in der naturwissenschaftlichen Ausbildung spielt das eine Rolle und natürlich der Ressourcenverbrauch, Strom, Wärme, Wasser ist hier ein wichtiger Umweltschutzaspekt. In dem Ausschuss, in dem Umweltausschuss, haben wir ja so das breite Spektrum der Universität vertreten. Auch hier wurden die unterschiedlichen Ziele, die Umweltmanagementziele, lange und intensiv diskutiert. Die wurden veröffentlicht und auch mit der restlichen Belegschaft noch weiter diskutiert. Das Umweltmanagementsystem der Universität existiert seit 10 Jahren und da war schon eine breite Diskussion da. Auch hier sind die ganzen Belange, die schon in den Leitzielen angedeutet werden, werden hier nochmal deutlicher dargestellt. Umgang mit Chemikalien, Abfall, Optimierung der Verkehrsanbindung auf dem Campusgelände, Papierverbrauch spielt eine Rolle, Notfallvorsorge ist ganz wichtig, aber auch Aspekte bei der Planung, gerade was technische Betrieb und Bauangelegenheit, die beschäftigen sich mit der Planung. Die Universität hat eine rege Bautätigkeit. Wie kann man Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltaspekte in Forschung und Lehre einbeziehen? Die Kommunikation auf dem Campusgelände spielt hier eine große Rolle und auch die Verbräuche von Strom, Wärme, Wasser spielen eine Rolle. Diese ganzen Ziele werden jetzt unterfüttert mit sogenannten Maßnahmen. Hier werden zu jedem Ziel ganz konkrete Maßnahmen definiert, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Universität. Einerseits über den Umweltausschuss, aber andererseits auch mit den Audits. Wir gehen regelmäßig in die verschiedenen Bereiche, reden mit den Mitarbeitern und fragen, was für Maßnahmen schlagen sie vor, können wir die umsetzen, bis wann können wir die umsetzen. Das wird in dem Programm abschließend im Umweltausschuss nochmal diskutiert und dann im Programm niedergeschrieben. Ja, wir haben einmal den Betrieb der Universität, das ist einmal die Lehre, die Ausbildung, die naturwissenschaftliche Ausbildung. Die Anlagen müssen eben umweltgerecht gestaltet werden, aber auch der Umgang mit Chemikalien ist wichtig und auch der Umgang mit zum Beispiel auch mit den Medien in Hörsälen, was muss man da beachten? Ebenso der normale Betrieb, ich hatte vorhin schon mal den Fallturm angemerkt, auch das, der hat erhebliche Umweltauswirkungen, auch das ist aber nur ein Beispiel, auch andere Anlagen müssen immer wieder überlegt und analysiert werden, welche Umweltauswirkungen gehen von denen aus. Ein ganz wichtiger Umweltaspekt an der Universität Bremen ist der Energieverbrauch. Sei es Wärme. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel das orange Foto, das ist der Wärmeverbrauch der Universität. Sie wissen, die Universität bekommt über die nahegelegte Müllheizkraftwerk Wärmeenergie hierher. Aus dieser Wärmeenergie wird auch Kälte erzeugt für die Klimatisierung. Auf dem Bild neben dem Orangen sehen Sie Anlagen einer Klimatisierung. Oder auch unten, die blaue Abbildung, hier sind die Notstromaggregate. Wir sind verpflichtet, Notstromaggregate vorzuhalten, falls es zu einem Stromausfall kommt, dass nicht das ganze System zusammenbricht und das Ganze wird in einer Leitwarte überwacht. Das andere Foto stellt es dar. Die Umweltbetriebsprüfung schreibt vor, dass wir eine genaue Datenanalyse machen. Sie sehen hier mal abgebildet den Stromverbrauch der letzten 6 Jahre. Hier kann man einen leichten Anstieg beobachten. Der Anstieg, der kann vielleicht damit begründet werden, dass einerseits die Technisierung in den verschiedenen Bereichen zunimmt. Denken Sie nur daran, früher reicht es, wenn man ein Radio zu Hause hatte. Heute hat jeder ein Radio und einen Fernseher oder auch noch die ganzen PCs dazu. Das führt zu einem vermehrten Energieverbrauch. Aber die Universität hat auch mehr Gebäude in den letzten Jahren bekommen.
Denken Sie an den Fallturm, der ist gebaut worden um die Jahrtausendwende. Wir haben immer wieder neue Gebäude. Ganz aktuell gibt es das Gebäude Lion, Laseroptik. Ein Gebäude wurde neu gebaut und das bringt natürlich auch geht einher mit einem vermehrten Stromverbrauch. Wir müssen nach der EMAS III-Verordnung nicht nur den Gesamtverbrauch betrachten, sondern wir müssen auch analysieren, wie hoch ist der Stromverbrauch pro Fläche. Auch hier sehen wir, kann man so erahnen, dass es schon ein kleiner Anstieg ist. Letzten 3 Jahre ist es konstant geblieben, trotz zunehmender Fläche. Wir hoffen mal, dass es dabei bleibt. Ebenso muss man den Wärmeverbrauch analysieren. Auch hier wieder Gesamtverbrauch der Universität ist hier dargestellt. Der Gesamtverbrauch hängt natürlich ab mit den Gegebenheiten des Klimas. Manchmal hat man einen warmen Winter, mal einen kalten Winter. Hier muss man darauf achten, dass das gradtags bereinigt wird. Da gibt es Kennzahlen vom Wetterdienst, die man einrechnen muss. Also das ist bereinigt, gradtags bereinigt hier. Wir haben immer das Problem, dass hier unterschiedliche Gebäude dazugekommen sind. Dementsprechend fluktuiert auch der Wärmeverbrauch der Universität. Die Uni macht erhebliche Anstrengungen, um die Gebäude, die in den 70er Jahren gebaut worden sind, die alten Gebäude zu dämmen. Hier kann man insbesondere 2012 kann man beobachten, dass der Wärmeverbrauch ein bisschen zurückgegangen ist. Ein wichtiger Umweltaspekt ist auch der Umgang mit den Abfällen an der Universität Bremen. Wir haben doch erhebliche Abfallmengen, die hier kommen und versuchen auf unterschiedlichen Wegen eine Wertstofftrennung durchzuführen. Überall sehen Sie Papiercontainer, gelben Sack, aber auch im Labor werden die Sonderabfälle getrennt gelagert und ordnungsgemäß entsorgt. Wenn man das mal monetär sieht, von den Mengen her betrachtet, sieht man, dass der Anteil an Restmüll zurückgegangen ist, indem man immer mehr versucht hat, eben Restmüll und Altpapier zu trennen. Und bei den gefährlichen Abfällen sehen Sie hier so eine Fluktuation. Also man muss es immer so ein bisschen beobachten, welche gefährlichen Abfälle gehen hier ein in die Grafik. Wir haben zum Beispiel den Mensa-Betrieb mit dem Fettabscheider. Da wurde eine Zeit lang das Fett nicht entsorgt, sondern gehortet und deswegen ist da so eine kleine Delle drin. Also dahinter kommt man erst, wenn man sich die Daten vornimmt, analysiert und versucht, Erklärungen zu finden und auch Möglichkeiten, die Verbräuche doch ein bisschen zu reduzieren. Wasserverbrauch der Universität ist ganz interessant. Wir haben verschiedene Quellen des Wasserversuchs. Einmal in der naturwissenschaftlichen Ausbildung sehen Sie hier auf der linken Seite eine Weichwasseranlage, ganz normal für den Sanitärgebrauch auf den Toiletten, den normalen Wasserverbrauch nenne ich ihn mal. Aber ganz entscheidend für die Universität sind auch die Kühltürme, die Klimatisierung der Universität. Hier gehen ein Drittel des Wasserverbrauchs ein und wir machen ständig Überlegungen, wie können wir diesen hohen Wasserverbrauch, es wird ja eigentlich Leitungswasser verdunstet, wie können wir den reduzieren? Gibt es hier technische Möglichkeiten umzubauen? Also Sie sehen hier den hohen Wasserverbrauch, der begründet ist eben dadurch, dass ein Drittel des Verbrauchs in die Kühlung der Universität geht. Ein weiterer wichtiger Aspekt an der Universität Bremen ist die Mobilität. Wir haben Ende der 90er Jahre eine Straßenbahn hier hinbekommen. Das hat erheblich dazu beigetragen, dass weniger Leute mit dem Auto zur Uni kommen. Ein ganz anderer wichtiger Aspekt, aber der deutschlandweit jetzt üblich ist, ist das sogenannte Semesterticket. Studierende können hier also kostenfrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommen.
Bremen ist eine typische Fahrradstadt. Der Anteil der Radfahrer an der Universität ist sehr hoch. Und das drückt sich auch dadurch aus, das sehen Sie hier an dem unteren Foto, die Universität beteiligt sich regelmäßig an dem Wettbewerb mit dem Rad zur Arbeit. Und hier stellt sie in Bremen die größte Einrichtung dar mit den meisten Teilnehmern. Nochmal zu dem Radfahreranteil. Im sogenannten Model Split, das ist eine Darstellung, wie viele Leute kommen mit welchem Verkehrsmittel zur Universität. Da sieht man, im Sommer sind es immerhin 50%, die hier mit dem Rad kommt. Vergleicht man das mit dem bundesweiten Durchschnitt, ist das doch erheblich mehr als, wie gesagt, bundesweit. Wichtig im Umweltmanagement ist es nicht nur, die Systematik abzuarbeiten, sondern wir wollen auch, um die Mitarbeiter zu motivieren, immer wieder neue Projekte beschreiben. Da kann ich nur einmal berichten, wir haben hier eine Energiesparkampagne durchgeführt, in dem bestimmte Gebäude ausgewählt worden ist, die Mitarbeiter animiert worden sind, Energie einzusparen über Heizung und Beleuchtung. Dieses sogenannte Change-Projekt, das von Umweltpsychologen in Bochum entwickelt worden ist, hat doch einen erheblichen Erfolg gehabt. Ein anderes Projekt war das Mobilitätsmanagement. 2010 ist die Universität ausgezeichnet worden, hat also einen zweiten Platz im Wettbewerb erreicht mit ihrem betrieblichen Mobilitätsmanagement. Das versuchen wir auch noch weiterhin abzuarbeiten, weiterzuentwickeln, auch mit den entsprechenden Verantwortlichen an der Universität. Das neueste Projekt ist eine Solargenossenschaft an der Universität Bremen. Hier haben Mitarbeiter der Uni eine Genossenschaft gegründet und betreiben Solaranlagen auf 4 Dächern der Uni. Das einen erheblichen Imagegewinn geführt hat, einerseits bei den Mitarbeitern. Endlich konnten sie sich beteiligen an der Energiewende, konnten aktiv was unternehmen, aber andererseits auch im Land Bremen wird das sehr wohlwollend wahrgenommen. Ich hatte in der Episode 1 auch dargestellt, wie wichtig die Kommunikation ist. Im EMA-System ist die Kommunikation einerseits mit den Mitarbeitern der Universität wichtig, aber auch mit der Öffentlichkeit. Wir haben hier eine Internetplattform, die ich ganz bewusst öffentlich mache, nicht nur intern übers Intranet, sondern auch extern. Jeder kann einsehen, was für Dokumente wir im Umweltmanagement haben, was für Aktionen hier sind, was hier gerade passiert. Und das wird auch bundesweit gerne wahrgenommen. Ich lade Sie gerne ein, gucken Sie mal rein. Hier gibt es alle Aspekte zum Umweltmanagement, kann man hier nachlesen. Eine andere Möglichkeit, Kommunikation mit der externen Öffentlichkeit durchzuführen, ist der sogenannte Umwelttag. Wir haben 2005 damit angefangen, den Umwelttag hier an der Uni durchzuführen. 2006 hatten wir eine Tagung hier. Meistens sind es Diskussionsrunden in der Mensa. Also ich versuche extra eine Location rauszusuchen, die für alle gut zugänglich und einsehbar sind. Energie, es werden immer Themen aus der aktuellen Politik diskutiert, mit dem Umweltsenator hier in Bremen, mit der Universitätsleitung, mit Wissenschaftlern, aber auch mit Wirtschaft, die dann eben zusammenkommen und die Themen hier diskutieren. Auch 2014 wird der nächste Umwelttag stattfinden. Bei der Umwelterklärung, die wir regelmäßig rausnehmen, versuche ich möglichst ein ansprechendes Layout zu entwerfen, damit man auch Lust bekommt, hineinzugucken. Hier haben wir eine Grafikdesignerin, die sich ransetzt. Hier können Sie auch alle Daten einsehen, die ganzen Verbräuche der Universität, das Umweltprogramm ist im Internet einsehbar über unsere Internetplattform, können Sie aber auch in Papierversion bei mir bekommen. Zusammenfassend kann man sagen, die Universität gehört zu den größten Arbeitgebern im Land Bremen, hat also dementsprechend auch ein großes Gewicht.
Der Energieverbrauch der Universität ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen ziemlich hoch. Wir haben eine intensive naturwissenschaftliche Ausbildung, insbesondere auch eine hohe ingenieurwissenschaftliche Ausbildung. Ganz wichtig beim Managementsystem ist die hohe Fluktuation im Personalbestand. Wir haben eine Fluktuation von mindestens 1000 Personen im Jahr. Das ist enorm hoch. Das muss man in der Planung des Umweltmanagementsystems immer betrachten. Mobilität hatte ich kurz angesprochen. 50% kommen hier immerhin mit dem Fahrrad zur Universität. Ja, und seit 2004 besitzen wir hier das nach EMAS validierte Umweltmanagementsystem. Zum Abschluss dieser Episode habe ich Ihnen noch ein paar Aufgaben zum Selbststudium mitgebracht. Tauchen Sie ein in das Umweltmanagementsystem der Universität, gucken sich die Aufgaben genau an, analysieren Sie die Verbräuche, bilden Sie Benchmarks, entwickeln Sie eigene Maßnahmen. Im Anschluss daran möchte ich gerne nochmal in einem Interview mit Ihnen Einzelheiten des Systems diskutieren.